Ja, hallo. Um die einzelnen Heizkreise zu entlüften, schließt ihr bitte diese beiden Kugelhähne, den roten und den blauen, für den Vor- und für den Rücklauf. Das hier sind die einzelnen Stellantriebe. Die Stellantriebe öffnen und schließen den Heizkreis, je nach Raumtemperatur. Diese Kappen hier habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Ich werde jetzt erst einmal einen Stellantrieb abschrauben. Und werde jetzt diese Kappe draufschrauben, um den Heizkreis zu schließen. Jetzt ist der Heizkreis geschlossen. Dann nehmt ihr einen Wasserschlauch, dreht oben diese Kappe ab und schraubt diesen Wasserschlauch oben an dem Vorlauf an. Das andere Ende schließt ihr an einem Wasserhahn an. Dann nehmt ihr einen anderen Schlauch, schraubt unten wieder diese Kappe ab am Rücklauf, schraubt diesen Schlauch unten am Rücklauf an. Und legt das andere Ende in einen Abfluss oder Behälter, je nachdem. So, dann öffnet ihr nun den Wasserzulauf und die beiden Ventile am Vor- und Rücklauf. Dort, wo ihr die beiden Schläuche angeschlossen habt, habt ihr jetzt geöffnet. Jetzt ganz langsam die Kappe öffnen. So lange, bis keine Luft mehr austritt. Also müsst ihr am anderen Ende jetzt vom Schlauch, müsst ihr jetzt beobachten, läuft das Wasser gleichmäßig oder kommt noch Luft? Kommt keine Luft mehr, schließt ihr wieder diese Kappe. Das gleiche macht ihr denn mit jedem dieser Stellantriebe. Also Stellantrieb abschrauben, Kappe drauf. So. Wenn ihr denn alles durch habt, schließt ihr wieder die Ventile. Schraubt den Schlauch ab. So, das war's. Jetzt schraubt ihr diese Kappe ab und könnt dann diesen Stellantrieb wieder draufschrauben. Das gleiche macht ihr dann mit dem nächsten Stellantrieb. Abschrauben, die Kappe drauf und die Kappe dann langsam öffnen, so lange bis dann keine Luft mehr austritt. So, der Stellantrieb wieder draufgeschraubt. Hier oben am Vor- und Rücklauf sind noch zwei so eine kleinen Ventile, die man öffnen kann zum Entlüften. Kurz nach links aufgeschraubt, kommt keine Luft mehr. Jetzt kommt das Wasser. Sollte keine Luft mehr kommen, könnt ihr das wieder zuschrauben. Oben macht ihr das auch. Ja,
Soweit, so gut. Dann öffnet ihr wieder die Kugelhähne. Ansonsten bleibt euer Fußboden kalt. Nicht vergessen. Ja, das war's eigentlich schon. Bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Also, hat's euch gefallen, dann gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal, denn das nächste Video kommt bestimmt. Euer Henry.